Feierabend. Die Alphabetisierung ist eine Vorstufe der Aufklärung. Verwirklicht werden kann sie erst in der Möglichkeit einer Freizeitkultur. Dafür sind der 8-Stunden-Tag, erstmals 1856 in Melbourne eingeführt, und die strategische Westintegration notwendig. In den 1970er Jahren entsteht in den westlich geprägten Ländern eine Überflussgesellschaft, deren stärkste Eigenschaft ein Frieden ist, der einen Luxus an Zeit brachte. Erst jetzt konnte jeder Bürger zum Herrn seiner Zeit werden. Damit war die Revolution von 1789 beendet. Freiheit entwickelt sich aus der kulturellen Unwahrscheinlichkeit des Zeithabens. Nietzsches elitäre Sicht auf die Massenkultur, der Typus des letzten Menschen, sein bequemes Lüstchen für den Tag und sein Lüstchen für die Nacht hat, trifft nun zu. Und ist der letzte Mensch nicht bloß als ein souveräner Debiler anzusehen, der dem Diktum Benz, dumm sein und Arbeit haben, das ist das Glück, zuzuordnen ist. Was seit 1950 mehr und mehr in den Westen dominiert, ist die imponierende Masse von gebildeten Individuen, weit gereist, mehrsprachig, emanzipiert, sensibel, postheroisch, engagiert, informiert, medienkritisch, belesen, schlagfertig, witzig, empathisch, kooperativ. Es ist, als ob in Alteuropa ein neuer Kontinent entstanden wäre. Auf diesem lebt man nach der Devise von Ben. Existenz heißt Nervenexistenz, Bewusstsein heißt Leiden und sich steigern. Leben heißt provoziertes Leben, voilà.